Wenn die Nächte länger werden und Berchta, bekannt aus dem Märchen als schneeerzeugende Frau Holle, ihre weiße Decke über die Landschaft legt, treiben gehörnte Wesen, grimmige Gesichter und pelzige Gestalten ihr Unwesen. Am Vorabend des Dreikönigstages, am 5. Jänner, ziehen diese schaurigen Gestalten durch Spital am Pörn. Es ist die vierte Rauhnacht und der Höhepunkt des Treibens der wilden Gestalten. Das Großaufgebot der Krampusse und Perchten kommt aus Oberösterreich, Niederösterreich, der Steiermark und Salzburg. Jede Region ist hier mit ihren für sie typischen Gestalten vertreten. Begleitet von dumpfem Grollen, mystischen Klängen und tosenden Glockengeläut ziehen an die 500 Krampusse, Perchten, Tod und Teufel, die Hobbagors und ähnliche Sagengestalten des Alpenlandes über den Platz vor dem alten Dom am Pörn. Mit dabei sind aber auch herzige Engel, die an die Kinder Süßigkeiten verteilen. Mit ihrem Erscheinen lassen sie das uralte alpenländische Brauchtum wieder aufleben. Die kunstvoll gestalteten, furchteinflößenden Masken, zotteligen Kostüme und der Schellenlärm sollen das Böse fernhalten und die Finsternis des Winters vertreiben. Die frühe Dunkelheit des Winters und die beeindruckende Umgebung der barocken Stiftskirche geben dem Spitaler Perchtenlauf eine besondere Note. Es ist eine der größten Brauchtumsveranstaltungen des Landes. Unzählige Stunden haben die Teilnehmer damit verbracht, ihre Kostüme, Masken, Wegen und Käfige vorzubereiten. Das flackernde rote Licht, die Feuerfontänen und die urgewaltigen Laute lassen so manchen Zuseher den kalten Schauer über den Rücken laufen. Höllisch heiß sind die Feuershows der Gruppen. Besonders beeindruckend sind die fantasievoll und aufwendig gestalteten Wegen. Von manchen dieser Fahrzeuge kann der zottelige, furchteinflößende Höllenfürst sogar über die Zuseher schweben. Die Perchten sind, trotz ihres lautstarken Gehabes, aber überaus kinderfreundlich. Ein leichter Streich mit der Rute bringt Glück und soll das Böse vertreiben. Besucher sollten allerdings nicht allzu vorlaut sein, denn dann könnte es durchaus möglich sein, dass die Percht ihnen das Gesicht mit Ruß schwärzt, mit Vorliebe den weiblichen Zusehern. Lautem Getöse verabschieden sich letztendlich die Sagengestalten in die finstere Winternacht. Doch eines ist sicher, in der ersten Rauhnacht, der Thomasnacht am 21. Dezember, kehren sie zurück auf die Erde, um dann wieder ihre Streiche und ihr Unwesen zu treiben.